Herzlich willkommen, Leute. Ja, die Folge wollte ich eigentlich gerade nicht aufmachen. Das liegt daran, dass ich gerade F9 gedrückt habe. Wie ihr hier gerade seht, befinden wir uns bei Diablo. Und zwar möchte ich euch kurz den neuen Demon Hunter Multishot Aggro hüpfen, idiotisch durch die Gegend schießen Hunter vorstellen. Und zwar basiert dieser eigentlich wirklich nur auf dem Multishot plus eure Sentries. Ich werde diesen Guide auf Deutsch verfassen, werde allerdings in die Description den englischen Emry-Link von mir schicken. Emry-Link, kann man das so sagen? Ja, eigentlich schon. Auf jeden Fall den Link zu meinem Profil, damit ihr die Fähigkeiten auch auf Englisch anschauen könnt. Also fangen wir erstmal mit dem Equipment an. Im Equipment hat sich nicht allzu viel verändert, außer vorher habe ich das Kältebild gespielt, den Kältebild. Problematik dabei, die sich erschließt, ist, dieser ist jetzt nicht mehr so effizient, weil sich unser Set-Boni total verändert hat. Zu Punkt 1, Set-Boni 4, benutzt der Geschützturm nur noch die Spells, die Hassverbrauchenden, die wir zur gleichen Zeit, also die wir in dem Moment benutzen. Das heißt, kurz erklärt, wir stellen einen Turm auf und casten dann zum Beispiel den Multishot. Das würde der Turm dann tun, wenn wir jetzt gerade Ziele in der Nähe hätten. Ja, genau. Wow, bin ich gerade verpeilt. Ohne Witz jetzt. Jedenfalls geht es halt darum, dass er dann nur noch die Cast macht, wenn ich sie auch mache. Ansonsten greift der Turm nur normal an. Zu Punkt 6 des Sets, also Set Teil 6, haben wir ebenfalls eine Problematik, und zwar, dass dieser nicht mehr so wie vorher ist, sondern genau jetzt haben wir es so, dass wir 100% mehr Schaden machen für jeden Geschützturm, den wir draußen haben. Das heißt, wir stellen einfach mal auf und haben dann mal glatt ein bisschen was, danke, das war mein Handy, Entschuldigung, ein bisschen mehr Schaden auf unserem Multishot. Warum nur Multishot? Ganz einfach, wir spammen unseren Multishot jedes Mal, wenn wir ihn ready haben, bis unserem Hass stimmt. Wir haben ebenfalls als Fähigkeit auf dem rechten Mausklick Vorbereitung, welches durch die Rune, welche wir drin haben, Vorbereitung Strafe, uns 75 Hass wiedergibt. Ebenfalls haben wir Rache drin. Rache ist ein toller Effekt, der uns in eine bestimmte Dämonengestalt, nenne ich sie gerne, verwandelt, welche, indem wir 10 Sek in jeder Sekunde, wie ihr unten rechts seht, 10 Hass wiederkriegen. Das heißt, wir können es noch mehr spammen. Und zu guter Letzt kennen wir natürlich unsere Gefährten, wie ihr es auch oben links gerade seht. Sie sind permanent aktiv und auch der sofortige Aktivierungseffekt von Gefährte gibt uns Hass. Dann zum normalen Fortbewegen haben wir unseren Salto. Dazu muss ich auch nicht allzu viel erklären. Und ansonsten war es das eigentlich. Das heißt, darauf baut dieser Build auf. Multishot, 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 Multishot. Mehr ist es an sich eigentlich nicht und das ergibt sich dann wie folgt. Und zwar Multishot mit Arsenal, das heißt Feuerschaden. Das heißt, 300% des Waffenschadens ergibt sich dann mit plus 100%, plus 100% für jeden Sentry halt. Vorbereitung, wie gerade gesagt, mit Strafe und der Geschützturm mit dem Feuerspeiturm. Deswegen geht unser Bild auch ab sofort auf, na, wie ihr es seht, erstmal Mehrfachschuss natürlich auf dem Rucksack, auf den Füßen und auf dem Kopf. Brust und Schultern bleibt uns leider Gottes erstmal Geschützturm noch übrig, weil Multishot dort nicht drauf kommen kann. Aber jetzt kommen wir zu dem Schönen, und zwar Feuerfertigkeiten. Feuerfertigkeiten ist unser neuer Primärwert, nicht Kälteschaden. Wer hätte es gedacht, bei Feuerbuilds und Multishot mit Feuerruhen auf Kälte zu gehen, wäre auch etwas geistig total gestört. Jedenfalls habe ich mir es so gedacht, entweder jetzt erstmal vorzeitig Magierfaust, bis ich eine vernünftige Marodeur-Set-Teil dort habe mit 10% Crit und 50% Crit Damage. Dann nämlich auf Brust der Aschemantel. Der Aschemantel gibt uns ebenfalls Feuerfertigkeitsverstärkung und unsere Feuerfertigkeiten verbrauchen weniger Hass. Das brauche ich kaum noch erklären, ne? Das heißt noch mehr Multishots. Das heißt, hier würde ein Aschemantel hingehören und hier dann dementsprechend die Marodeur-Set-Handschuhe. Ich hoffe, dass ich das in nächster Zeit noch ändern werde. Und das heißt, mein Stein von Jordan ist ebenfalls nicht mehr der schöne, den ihr leider niemals sehen konntet. Kann ich euch den kurz zeigen? Ja, doch, ich kann euch den kurz zeigen. Ich denke, das kann man kurz machen. Und zwar ist mein alter Stein von Jordan dieser hier.
Ah, oh, ist ja nicht schön. Reduziert die Dauer von Kontrollverlusteffekten. Feuerwiderstand erhöht den Schaden gegen Elite-Gegner um 30%, Kältefertigkeiten plus 19% und Geschicklichkeit 494 von 500. Unser neuer ist etwas schwächer, allerdings musste ich halt Feuerfertigkeiten nehmen und wir bedienen uns des Blitzwiderstandes und den 561 Geschicklichkeit dadurch, dass es uralt ist. Uralt ist, muss ich euch jetzt nicht auch noch erklären, wir sind hier immerhin beim Demon Hunter. Als Waffe habe ich einen uralten Bogen, weil dieser recht gut rauskam. Es ist Windmacht mit 3000 Basic gewesen, also habe ich einfach die 8% Schaden erstmal draufgepackt, einen Sockel durch die Gabe auch noch drauf und dann bin ich jetzt gerade bei 3,2 und ja, dadurch ergibt sich eigentlich ein sehr guter Waffenschaden, also 1803 bis 2800. Geht klar, kann besser funktionieren, ich suche auch gerade noch. Auf jeden Fall, Etrayu ist halt leider Gottes auch tot. Der Kältebild ist nun mal einfach nicht mehr das, was er mal war. Ansonsten, wenn es natürlich geht, sollte dort drauf am besten, wenn ihr es hinkriegt, statt Geschicklichkeit, also Hellfire Amulett am besten, dann statt Geschicklichkeit einfach Feuerfertigkeiten plus. Aktuell mit meinem Setup habe ich 42% Bonus auf den Schaden von Mehrfachschuss, 3% fehlen durch den Kopf. Geschützturm sind durch Schultern und Brust 30% und Feuerschadensbonus sind aktuell 52%, könnten allerdings auch nochmal 5% mehr sein und hier auch nochmal 1% mehr und hier nochmal 2% mehr. Also nochmal 8%, also 60% sollten schon drin sein. Dann habt ihr eigentlich einen recht guten Build. Und ansonsten nochmal kurz zu den Fähigkeiten, weil wir noch nicht ganz fertig waren. Es bleibt dabei, dass wir Gefährte und Salto mit Flickflack und Wolfgefährte spielen. Und Rache mit Groll. Groll ist die Rune, welche uns die 10 Hass pro Sekunde generieren, während wir in dieser Phase sind. Genau. Danke, Pfeil, dass du mir das nochmal so toll zeigst. Dann zu unseren Fertigkeiten, den passiven. Eigentlich würde ich statt Bogenschießen zum Beispiel taktischer Vorteil nehmen. Allerdings bin ich jetzt nicht unbedingt jemand, der so schnell total rushen muss. Muss man nicht sein. Kann man machen, um schneller aus den Effekten rauszukommen. Allerdings nehme ich halt lieber den Bogenschießen, weil solange ich einen Bogen benutze, 8% erhöhten Schaden. Kann man machen. Wenn ich zum Beispiel eine Armbrust finde, die 50% Crit, werde ich auch mitnehmen, einfach dadurch, dass ich dann die 48 zu 470 habe. Denkt dran weiterhin, es ist gut einfach zum Beispiel 40 zu 400 zu haben, einfach damit ihr einen vernünftigen Prozent Crit Chance zu Crit Schaden habt. Ich hoffe, das waren jetzt nicht allzu viele Informationen. Auf jeden Fall kommen dann noch Ballistik, Maßanfertigung und Hinterhalt hinzu. Hinterhalt könnt ihr zum Beispiel austauschen gegen Bewusstsein, wenn ihr Lust habt oder euch ein bisschen bange dabei ist, dass ihr nicht immer drauf gehen wollt, könnt ihr auch machen. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch ganz schnell mal diesen Build näher bringen konnte und glaubt mir, dieser Build hat es in sich. Greater Rifts würde ich so in dem Bereich 40, 43 schätzen. Alles darüber sollte, denke ich, weiterhin mit den Bolos ausfallen. Das müsst ihr dann selbst entscheiden, mit welchem Setup ihr zum Beispiel, ob ihr Solo geht oder eben nicht. Und ansonsten T6, wow. Farben bis zum geht nicht mehr. Vielleicht zeige ich euch das mal in einem anderen Video. Ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und ansonsten einfach der Link zu meinem Profil und den Fähigkeiten ist unten in der Description. Ich wünsche schon viel Spaß mit diesem Demon Hunter und dann bis zum nächsten Mal und ciao.